Hallo zusammen, willkommen zu einem letzten Fortsetzung folgt über Stranger Things mit einigen Notizen, die ich mir gemacht habe, zu offenen Fragen der Serie und kleinen Hinweisen für die zweite Staffel, mutmaßlich, also man weiß ja bisher noch nicht sehr viel über die zweite Staffel. Was ich tatsächlich schon gelesen habe, ist, dass es etwa ein Jahr nach der ersten Staffel spielen wird. Allerdings mehr oder weniger aus logistischen Gründen, weil man halt sieht, dass die Kinder dann schon ein bisschen älter geworden sind. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Lösung, nicht so zu tun, als wäre das einfach nicht. Und stattdessen gleich zu sagen, okay, es ist halt ein Jahr später. Und ich glaube, das tut der Story in dem Sinne auch keinen Abbruch. Die wichtigste Frage, die mich nach wie vor beschäftigt, ist eigentlich, wer ist Eleven? Ich meine, klar, wir haben in gewisser Weise eine Antwort darauf bekommen, dass sie eben Jane ist, die Tochter von dieser anderen Frau, die schon mal als Testobjekt für Brenner gearbeitet hat und jetzt so katatonisch nur noch vor sich hin vegetiert. Und das ist im Grunde eine Antwort, abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wer ihr Vater ist, was möglicherweise auch einfach unwichtig ist. Was mich in dem Zusammenhang eben beschäftigt ist, warum heißt sie 11? Wenn man ein Testobjekt 11 hat, muss man davon ausgehen, dass es auch Testobjekt 1 bis 10 gab. Naheliegend ist jetzt einfach zu sagen, das waren diese anderen Erwachsenen halt vorher, die schon diese Experimente dort gemacht haben. Eine andere Überlegung wäre, dass es eben schon andere Kinder gab. Man weiß es nicht so genau. Und es hängt auch ein bisschen damit zusammen, mit der Frage, wer oder was dieses Monster ist. Darauf komme ich aber noch. Was ich noch sagen wollte ist, es ist ja interessant, dass anhand der Tätowierung, die Eleven hat, eben zu sehen ist, dass sie eben nicht nur 11 heißt, sondern 011. Und das zeigt irgendwo auch, dass da ein gewisser Plan dahinter steckt. Dass sie zumindest gehofft haben, dass sie mal deutlich mehr solcher Testobjekte irgendwann haben. Und zwar in einem Bereich, der über die 100 hinausgeht, weil sonst hätte man die 0 davor nicht gebraucht. Das ist auf jeden Fall so ein interessanter Punkt, den ich gerne noch beantwortet hätte, was da wirklich so der große Plan dahinter ist, was die im Labor eigentlich vorhatten. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass nicht unbedingt in erster Linie darum ging, ein Tor in Upside Down zu öffnen. Das war vielleicht eher so ein Nebenprodukt, so ein kleiner Unfall am Rande. Es kann natürlich sein, dass es trotzdem der Plan war, ich weiß es natürlich nicht. Aber was war eigentlich so die Idee dahinter? Was wollte man erreichen? Klar, man wollte irgendwelche Psycho-Experimente durchführen, aber es muss ja irgendein Ziel gehabt haben. Was wollte man eigentlich? Und wie gesagt, in welchem Ausmaß war das geplant? Wie viele Leute wollte man da mal irgendwann haben? Das ist auf jeden Fall etwas, was mich beschäftigt. Und wie gesagt, das mit dem Monster, das ist ja immer noch so, das steht so im Raum, was ist dieses Monster? Es ist ja nun eindeutig, zumindest dem Körperbau nach, Menschen ähnlich. Also es hat zwei Beine, es hat zwei Arme. Was es nicht mehr hat, ist ein richtiges Gesicht. Und da kommt eben was ins Spiel, was ich in dem Zusammenhang gelesen habe, dass möglicherweise dieses Monster eins von diesen früheren Testobjekten ist. Und ich sage jetzt nicht, dass 11 mal irgendwann so aussehen wird wie dieses Monster, aber es liegt irgendwo nahe, dass auch sie jetzt eine Verwandlung durchmacht in irgendeiner Form, am Ende dessen sie vielleicht nicht mehr als das erkennbar ist, was sie jetzt ist als Mensch. Weil die Idee wäre ja zum Beispiel, dieses Monster hat deswegen keine Augen mehr, weil es diese Augen zum Beispiel gar nicht mehr braucht, weil es mit dem Geist sozusagen sehen kann, weil es eben auch diese Fähigkeiten hat, die auch Elle so nach und nach entwickelt. Also wir haben ja gesehen, das Monster konnte ja ab dem Zeitpunkt, wo einmal dieses Gate offen war, selber solche Öffnungen herstellen. Also es konnte ja wirklich, wann immer es wollte und wo überall es wollte, in unsere Welt eindringen. Und das ist nur was, wovon ich ausgehe, dass Elle das jetzt auch gelernt hat, dass sie jetzt so einen gewissen Sprung gemacht hat in ihrer Entwicklung, wo sie das eben auch kann. Das ist eben das, wir wissen ja nicht, was mit ihr am Ende passiert ist, aber naheliegend ist jetzt für mich jetzt irgendwo, dass sie in Upside Down gelandet ist, aber dass sie jetzt auch selber von sich aus in der Lage ist, hin und her zu springen. Wir hatten ja diese recht anschauliche Erklärung vom Akrobaten und dem Floh. Also der Akrobat ist der Mensch, der nur vorwärts und rückwärts gehen kann. Und der Floh, der kann eben auch nach unten, nach oben und zwischen diesen Welten hin und her springen. Und ich denke, innerhalb jetzt dieser Geschichte hat sich Elle vom Akrobaten in einen Floh verwandelt. Also sie kann jetzt auch hin und her springen. Und das ist eben die Frage, was passiert jetzt mit 11? Inwiefern wird sie sich weiterentwickeln? Ich meine zum Beispiel, ich hatte ja auch angesprochen, was mich ganz fasziniert hat, ist diese, dass ihr eben vom Brenner mehr oder weniger so beigebracht wurde, dass es was Gutes ist oder dass sie was geleistet hat, wenn sie Leute umbringt. Jetzt in der letzten Folge war es ja auch so, dass sie dann wirklich eine ganze Reihe von Menschen getötet hat, zu einem
Moment, wo es im Grunde nicht nötig war. Also sie hätte sie ja einfach nur außer Gefecht setzen können, aber sie hat sich dazu entschlossen, sie zu töten. Und das ist auch so eine Entwicklung, die ich ganz interessant finde, weil sie halt dadurch irgendwie weniger menschlich wirkt auf mich. Und das eben auch so ein Schritt in dieser Entwicklung sein könnte. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt dabei, wie sich Saar weiterentwickelt und wie eben sich Eleven weiterentwickelt. Also ich hoffe, sie verwandelt sich nicht in so ein hässliches Monster, aber wie gesagt, diese Einstellungssache, dieses Geistige, das finde ich total spannend, wie das eben weitergeht. Und was natürlich auch so eigentlich fast unter den Tisch fallen gelassen wurde, ist die Tatsache, dass das Gate im Labor ja nach wie vor offen ist. Also es wurde nicht ein Versuch unternommen, es irgendwie zu schließen. Es ist nach wie vor da. Und das heißt, da besteht immer noch die Gefahr, dass da irgendwelche anderen Sachen jetzt rüberkommen in unsere Welt. Und das ist auf jeden Fall was, was dann eben auch Potenzial für die nächste Staffel bietet, weil sie vielleicht auch gar nicht in der Lage sind, dieses Tor wieder zu schließen. Das ist jetzt einfach da. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich weiterverfolgt haben möchte, was wohl auch weiterverfolgt wird, da gehe ich einfach davon aus. Gerade auch in Bezug auf Will, wo wir ja auch nicht so ganz wissen, was da jetzt passiert ist. Er hat ja in der letzten Folge dann so diesen kurzen, wie so ein Flashback oder wie so einen kurzen Sprung in Upside Down, wo ich wie gesagt davon ausgehe, das ist eher so was, was in seinem Kopf passiert. Also er springt da nicht in dem Moment wirklich hin. Es gibt erstaunlich viele Parallelen zum Film Alien in der ganzen Serie, aber speziell eben auch in der letzten Folge. Und das kommt vielleicht auch nicht so ganz von ungefähr, weil ich habe nochmal extra nachgeschaut, der erste Alien-Film, der kam 1979, passt also ziemlich gut in diese 80er-Jahre-Schiene rein. Die offensichtlichste Parallele für mich war eigentlich so der Moment, wo man diese Kokonwand gesehen hat, wo Will gefangen war, weil uns wurde ja mehr oder weniger in dem Moment dann gesagt, das Monster, das tötet die Leute nicht, um sie zu fressen oder was immer wir vorher gedacht haben. Also für mich sah es halt in dem Moment so aus, als würde es die Leute fressen, macht es aber gar nicht. Also irgendwas passiert mit diesen Menschen, das auf jeden Fall. Also Will hatte ja diesen Schlauch im Mund und er hat später auch diese Schnecke nochmal ausgespuckt. Und ich glaube, die wahrscheinlichste Theorie ist eben nicht, dass er sich jetzt in ein Monster verwandelt, obwohl auch das nach wie vor im Raum steht. Ich glaube eher, er ist eine Art Wirt für irgendwas, was jetzt in ihm wächst und entweder ein neues Monster ist oder tatsächlich ein Nachkomme von diesem Monster. Das weiß ich jetzt nicht so genau einzuordnen. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, ob das Monster jetzt quasi genuin in Upside Down ist oder ob es ein verwandelter Mensch ist. Wir sehen zum Beispiel auch in der Szene, wo Joyce und der Sheriff in Upside Down sind, sehen wir ein großes Ei, ein geöffnetes Ei. Und wir wissen jetzt nicht, ob dieses Monster daraus stammt oder ein anderes, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Aber selbst dieses Ei ist total an Alien angelehnt. Also es sieht wirklich ziemlich genauso aus, wie wir es aus dem Alien-Film kennen. Und insofern auch deshalb diese Parallele, weil in Alien geht es ja auch darum, dass diese Facehugger sich an die Menschen heften, ihnen etwas einpflanzen und dann ein Monster in ihnen wächst. Also die Menschen, die sind nur Wirte, die werden nicht dieses Monster. Und ich gehe davon aus, dass eben das hier auch passieren wird. Also wir werden auf jeden Fall von Will noch einiges sehen. Das Spannende ist daran halt auch, dass er entweder sich nicht daran erinnert, dass es passiert ist, oder dass er es wissentlich verschweigt. Und das ist halt auch interessant. Wobei dieses wissentliche Verschweigen, glaube ich, eher dafür sprechen würde, dass er sich verwandelt und das eben verbirgt. Eine offene Frage für mich ist, ob Brenner überlebt hat. Weil ich fand diese Szene, ich habe sie extra noch ein zweites Mal geguckt, ich fand diese Szene ein bisschen zu offensichtlich zu kurz. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Man hat bisher immer sehr ausführlich gesehen, wie dieses Monster Leute angreift. Von Brenner haben wir nur gesehen, wie er sich auf dieses Monster zubewegt und das Monster dann eben auf ihn draufspringt und seinen Schluck macht. Und dann wird abgeblendet. Wir sehen weiter nichts. Und das ist halt die Frage, wenn wir vor allen Dingen davon ausgehen, dass dieses Monster eben gar keine Menschen tötet, sondern benutzt, könnte es sein, dass Brenner eben auch noch lebt und jetzt vielleicht auch in Upside Down irgendwie gefangen ist? Wir wissen es nicht. Jedenfalls gehe ich momentan jetzt erstmal davon aus, dass er nicht tot ist, weil, wie gesagt, die Szene war mir eindeutig zu kurz und zu am Rande. Größte Problematik ist im Grunde bei der Serie für mich diese starke Anlehnung an Dungeons & Dragons, weil ich das in meinem ganzen Leben nie gespielt habe. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Aber wenn man so ein bisschen nachliest und dann eben so sieht, wie die Serie aufgebaut ist, ist das metaphorisch betrachtet schon eine wichtige Basis, glaube ich.
Und es kommt wohl nicht von ungefähr, dass das Monster relativ zum Ende hin dann plötzlich Demogorgon genannt wurde. Obwohl eben, und dann habe ich eben auch nochmal recherchieren müssen, obwohl das Monster in Dungeons & Dragons komplett anders aussieht als dieses hier. Es geht da eher um dieses, wie gesagt, das Metaphorische. Das Monster steht für dieses Monster. Und zwar ist Demogorgon in Dungeons & Dragons auch als Prince of the Demons bekannt. Also als mehr oder weniger als dieses gefährlichste und schlimmste Monster in dieser anderen Welt. Das wiederum sagt ja aus, dass es nicht das einzige Monster ist. Und wie gesagt, ich gehe auch davon aus, wenn wir wirklich eine komplett andere Welt haben, die genauso groß ist wie unsere Welt, so eine Negativwelt, dann ist da fast zwangsläufig, sind da noch andere Monster, Lebewesen. Irgendwas ist da noch. Davon werden wir, denke ich, in der zweiten Staffel noch sehr viel mehr sehen, weil, wie gesagt, eben auch dieses Gate noch offen ist und wahrscheinlich keiner in der Lage ist, es einfach so zu schließen. Eleven wäre vielleicht in der Lage, aber wer weiß, wohin sie sich entwickelt, ob sie überhaupt noch ein Interesse daran hat, dieses Tor zu schließen. Alles in allem kann man sagen, dass die Staffel relativ viele Fragen offen gelassen hat, aber es interessanterweise trotzdem geschafft hat, eine in sich schlüssige erste Staffel zu liefern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Fragen, sagen wir mal so, aus Versehen offen gelassen worden. Also die Geschichte, die man erzählen wollte, hat man erzählt. Und die Fragen, die jetzt noch offen sind, sind, denke ich, bewusst offen gehalten worden, um eben weiter erzählen zu können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die zweite Staffel aussehen wird, ob sie sich von der ersten Staffel unterscheiden wird, weil es gab da so seltsame Interviews, wo es hieß, dass es keine zweite Staffel in dem Sinne wäre, sondern eine Fortsetzung, wobei ich da den Unterschied nicht so richtig sehe. Vielleicht heißt das im Grunde nur, dass sie jetzt mit Chapter 9 weitermachen und nicht wieder mit Chapter 1 anfangen, wer weiß. Auf jeden Fall hoffe ich, man bleibt diesem Grundrezept treu. Ich glaube, mehr als 8 Folgen sind auch gar nicht nötig. Das Gute war halt, dass jetzt wirklich hier sehr stringent die Geschichte erzählt wurde, dass da wenig Füllmaterial war, sondern dass da wirklich konstant die Spannung gehalten wurde und man relativ schnell dann eben seine Antworten bekommen hat. Wobei ich sagen muss, ich bin wirklich der Meinung, dass Binge-Watching das Seriengucken als solches kaputt gemacht hat. Ich weiß, das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich hier auch gar nicht führen möchte, aber ich finde es ein bisschen traurig, dass man sich keine Zeit mehr lassen kann mit so einer Serie. Ich bin jemand, ich lasse mir gerne Zeit, also ich schaue gerne wirklich eine Folge pro Woche und dann denke ich ein bisschen drüber nach und lasse das so ein bisschen sacken, stelle meine Theorien auf und freue mich dann auf die neue Folge die Woche später. Das war eben so meine Herangehensweise damals auch bei Lost. Und ohne das, also wenn ich damals hätte binge-watchen können, wären viele von den Theorien, die ich damals entwickelt habe, gar nicht erst eingefallen, weil ich ja gar keine Zeit gehabt hätte, nachzudenken. Man kann aber sich dem auch mehr oder weniger gar nicht mehr entziehen. Das habe ich jetzt bei der Serie ganz, ganz extrem gemerkt, weil so wie da ein paar Leute in deinem Umfeld diese Serie gucken und das natürlich dann, weil es modern ist, binge-watchen, das heißt wirklich am Stück gucken oder innerhalb von 2 Tagen gucken, und dann natürlich drüber reden wollen, bin ich jemand, der dann halt langsamer guckt, immer, sorry, bitte redet nicht drüber, ich möchte es nicht wissen, ich möchte da selber noch drauf kommen. Und das ist, finde ich, halt ein bisschen traurig, weil die Serie lebt ja davon, dass sie eben seriell erzählt ist. Wenn ich binge-watche, ist das, als würde ich einen Film gucken. Dann können die Leute einen Film gucken, ist mir dann auch egal. Aber eine Serie hat eben dieses Serielle, wo man einfach über einen längeren Zeitraum das genießen kann und die Entwicklung beobachten kann. Wie gesagt, das ist eine Diskussion, die ich nicht mehr führen möchte, weil ich weiß, dass ich damit relativ allein stehe. Die meisten stehen auf Binge-Watching. Ich werde es wohl nie mögen und werde es auch weiterhin nicht machen. Ich musste jetzt bei der Serie halt ein bisschen schneller machen. Das heißt, ich kann jetzt mehr oder weniger enthüllen. Ich habe diese Serie auch nicht wöchentlich geguckt. Auch wenn ich wöchentlich Videos veröffentlicht habe, ich habe das dann doch relativ schnell dann gucken müssen, einfach weil ich wusste, dass ich sonst unfreiwillig gespoilt werde und das eben nicht wollte. Ich wollte selber diesen Moment erleben, wenn sich diese ganze Sache auflöst und wenn alles ineinander greift. Das ist leider Gottes so, man kommt da nicht mehr drum rum, aber ja, so ist das halt. Aber das wird, glaube ich, wirklich eher die Ausnahme für mich bleiben, weil es einfach nicht meinem Wesen entspricht und meiner Herangehensweise an Serien. Und vor allen Dingen auch, weil gerade wenn ich so reviewe, ich kann das ja nicht, dass ich wirklich im Akkord dann Serien gucke und dann immer gleich reviewe und irgendwo, ja,
Ist ja auch Unsinn, warum soll man das machen? Aber das war nun eigentlich eher so ein kleiner Exkurs am Rande, weil darum sollte es hier gar nicht gehen. Ihr seht, es gibt auf jeden Fall noch Potenzial bei Stranger Things, was noch passieren kann, und ich bin sehr gespannt, wie sich es dann entwickelt. Ich werde möglicherweise dann auch bei der zweiten Staffel so etwas hier machen, das werde ich sehen. Und ansonsten werde ich jetzt, glaube ich, erstmal wieder zu meinen schriftlichen Reviews zurückkehren und bei Fortsetzung folgt stattdessen ein anderes Experiment machen, wovon ich auch schon berichtet habe, dass ich mir Klassiker ansehe, die ich aus irgendeinem Grund bisher nicht gesehen habe und darüber reden werde. Ich habe auch mindestens schon zwei Filme, die ich in dieser Form besprechen möchte. Bleibt also gespannt, was das wird. Und ansonsten gebt mir einen Thumbs up und schaut in meinem Blog vorbei und bis bald!